Die Existenz von Eigentum stellt ja eine der Prämissen des Naturrechts dar, ebenso wie die daraus abgeleitete Forderung, dass das Recht der Konfliktvermeidung in Bezug auf materiell knappe Güter dienlich sein soll. Warum das so ist, wurde im letzten Video Nummer 3 bereits dargelegt. Es hat die Folgerung, dass fast jeder Eingriff auf fremdes Eigentum rechtswidrig ist. Das freut die Reichen und die Liberalen und hat dazu geführt, dass Liberale ganz gern die Naturrechtler ein bisschen für sich vereinnahmen. Es passiert sogar, dass in manchen liberalen und libertären Veröffentlichungen das Naturrecht als liberale Denkschule dargestellt wird. Ich möchte mich da ein bisschen davon distanzieren. Auch wenn wir oftmals zu ähnlichen Ergebnissen kommen, ist doch der Ansatz, von dem wir ausgehen, ein gänzlich unterschiedlicher. Liberale haben eher eine Ideologie der größtmöglichen Freiheit, was natürlich ein schöner Ansatz ist. Allerdings suchen sie dann eben Argumente, die ihre Ideologie unterstützen, während Naturrechtler einfach nur auf der Suche nach wahrem, nach echtem Recht sind. Und wenn wir dann zu gleichen oder zu ähnlichen Ergebnissen kommen wie Liberale, dann ist das Zufall. Aber zum Eigentum aus naturrechtlicher Sicht. Wir müssen uns zuerst einmal darüber klar werden, dass Eigentum ein Gesamtkonzept ist und es leider vor 200 Jahren zu einer verhängnisvollen Trennung der wissenschaftlichen Betrachtung von Eigentum gekommen ist. Es hat die neu entstandene Schule der Ökonomie gegeben, die sich selber als objektive und wertneutrale Wissenschaftler betrachtet haben und für die das Eigentum eigentlich nur ein Mittel war, über das untersucht wurde, wie ein angenommenes Ziel erreicht werden kann. Die andere Schule, das waren die Ethiker, die haben sich die Frage gestellt, welche Ziele und welche Mittel sind gerechtfertigt? Und sie haben dabei das Eigentum fast gar nicht mehr beachtet, beziehungsweise allenfalls als banale Ökonomie. In Wahrheit ist es, wie gesagt, so, Eigentum ist ein Begriff, der umfassend ist und in jede gesellschaftliche Aspektbetrachtung hineinspielt. Handel, Märkte, Preise, da ist es klar und offensichtlich, dass Eigentum wichtig ist. Aber auch solche Dinge wie Aggression, Kriminalität, Schaden oder Betrug können nicht ohne einem genauen Verständnis von Eigentum verstanden werden. Murray Rothbard war derjenige, der das in seinem Lebenswerk erkannt, aufgezeigt hat und gilt so, seitdem nebenbei auch noch als Begründer des modernen Libertarismus. Das Naturrecht hat die Aufgabe, der Konfliktvermeidung in Bezug auf materiell knappe Güter dienlich zu sein. Um das überhaupt tun zu können, muss die Eigentumsfrage geklärt sein. Wir müssen wissen, was ist Eigentum, wer verfügt rechtskonform über ein Objekt und wer nicht. Naturrechtler anerkennen nur solche Verfügungsgewalt als rechtens, die entweder über Aneignung, über erste Aneignung oder per Einigung, also per Vertrag, zustande gekommen ist. Der Grund dafür liegt darin, dass man Eigentümer des eigenen Körpers ist, also niemandes Sklave ist. Das bedeutet, dass man die Früchte seiner Arbeit, sofern man bei dieser Arbeit kein fremdes Eigentum geschädigt oder verletzt hat, als eigenes, als neu geschaffenes eigenes Eigentum betrachten kann. Das deswegen, weil ja jede andere Betrachtungsweise irgendwie zur Folge hätte, dass jemand anderer die Früchte ganz oder teilweise für sich beanspruchen könnte. Und da stellt sich die Frage, welcher andere? Welcher andere sollte dazu berechtigt sein und mit welcher Begründung? Wie würde sich so ein Anspruch begründen? Ansprüche auf die Früchte fremder Arbeit sind so etwas wie
rückwirkende Frondienstleistung, wenn nicht sogar rückwirkende Sklaverei. Je nachdem, wie man es definiert. In jedem Fall aber rückwirkendes Unrecht. Das Konzept der ersten Aneignung als Grundlage für wahres Eigentumsrecht ist da schon ein bisschen umstrittener, denn der Grundgedanke, dass die Welt erstmal allen gehört, ist rational und lässt sich durchaus recht gut verteidigen. Das Problem ist, leider lässt sich dieser Gedanke nicht gut genug verteidigen. Es ist natürlich einsichtig, dass es unfair ist, in einer Welt aufzuwachsen, wo praktisch alle Güter bereits erstmalig angeeignet wurden, in der es nichts mehr gibt, das man sich einfach so aneignen kann. Sprich, es ist unfair, mit dem Nachteil der späten Geburt geschlagen zu sein. Aber es gibt ein zwingendes Argument für das Konzept der ersten Aneignung. Und das begründet sich so: Würde man irgendeine Form von Mitspracherecht von Nachgeborenen oder auch von allen anderen Menschen, die jetzt schon auf der Welt sind, befürworten, müsste man ja konsequenterweise das Einverständnis aller Nachgeborenen einholen bzw. abwarten, da sie ja noch nicht geboren sind, bevor man irgendetwas tun dürfte, bevor man sich irgendetwas aneignen dürfte. Und das würde zum Aussterben der Menschheit führen, denn man wäre zur Tatenlosigkeit verdammt, man dürfte nichts mehr tun. Wie man es auch dreht und wendet, die einzige objektive und nicht willkürliche Zuweisung von Eigentum ist die von originärem, von der ersten Aneignung. Dass Eigentumserwerb als zweites auch noch über einen Vertrag geschehen kann, das stimmt mit unserer Lebenserfahrung überein. Das ist jetzt bereits so und wird auch von niemandem wirklich bestritten. Wenn ich etwas kaufe, demjenigen seinen Lohn bezahle, entweder Tauschobjekt oder Geld, dann darf ich das Gut, das man mir überlassen hat, tatsächlich als meines betrachten. Das wird niemand bestreiten. Ein Element bei dieser Übertragung ist allerdings im Naturrecht besonders wichtig, nämlich die freiwillige Zustimmung zu diesem Vertrag. Da kann man zum Beispiel im Gegensatz zu Liberalismus sehen, da wo Liberale tendenziell eher schnell bereit sind, eine Freiwilligkeit anzunehmen und anzuerkennen, da machen es sich Naturrechtler nicht so leicht. Naturrechtler beanspruchen ja für sich, Verfechter von wahrem, echten Recht zu sein. Und damit man von wahrem Recht sprechen kann, muss auch bei einem Vertragsabschluss die Freiwilligkeit eine wahre Freiwilligkeit sein und nicht etwa fehlerhaft sein, zum Beispiel durch drohende Not. Nehmen wir als Beispiel den Mindestlohn. Da sagen Naturrechtler sowie Liberale auch, ein Mindestlohn, gesetzlich festgeschrieben, ist eigentlich nicht zulässig. Jeder hat das Recht, seinen Lohn beliebig mit seinem Arbeitgeber auszuverhandeln. Das kann sogar so weit gehen, dass bis zu einem Lohn von 0 oder, wie es manche Formel-1-Fahrer schon gezeigt haben, die haben dafür gezahlt, dass sie für ein Formel-1-Team arbeiten dürfen. Ein Liberaler sagt Folgendes. Auch wenn ein Lohn sehr schlecht ist, würde ja niemand diesem schlechten Lohn zustimmen, wenn es ihm mit dieser Arbeit nicht besser ging als ohne. Würde es ihm nicht besser gehen, würde er nicht zustimmen, denn das Recht, die Arbeit nicht anzunehmen, hat er ja. Und schließlich hat ja wohl jeder das Recht, seine Lage zu verbessern. Soweit die liberale These. Grundsätzlich richtig, teilweise stimmen da auch die Naturrechtler zu, allerdings gibt es da ein großes Aber, nämlich die Freiwilligkeit. Im Naturrecht ist der Arbeiter durch sein natürliches Recht geschützt. Das heißt, beim Abschließen des Arbeitsvertrages muss wahre Freiwilligkeit bestehen.
Und wenn da jetzt ein Arbeitgeber allzu leichtfertig jemanden zu einem ausbeuterischen Lohn anstellt, kann es ihm passieren, dass später die Freiwilligkeit als mangelhaft erkannt wird von einem Gericht und dieser Arbeitsvertrag dann für nichtig erklärt wird und unter Umständen sogar der Arbeitgeber Schadenersatz zahlen muss. Und gleich vorweg möchte ich erwähnen, dass ein Arbeitsverhältnis gesetzeskonform ist, bedeutet nicht, dass es rechtskonform ist. Der Staat verlangt einen rechtskonformen, einen rechtstreuen Bürger, nicht einen gesetzestreuen. Das deswegen, weil ein Gesetz unterhalb des Rechts steht. Ein Gesetz sollte mit dem Recht übereinstimmen, aber wir wissen alle, es kann passieren, dass das nicht der Fall ist. Und in so einem Fall kann es sein, dass das Befolgen eines Gesetzes rechtswidrig ist. Beispiele sind zum Beispiel die Apartheidsgesetze, wie es sie in Südafrika gegeben hat. Dass der Bezug auf Freiwilligkeit bei Vertragsabschluss nicht selbstverständlich ist, zeigt die Realität. Große Teile der Menschheit betrachten es für völlig legitim, auf fremdes Eigentum zuzugreifen. Kriminelle, wie zum Beispiel Mafiafamilien, die verlangen ganz gern mal Schutzgeld. Diese legen dann keinen Wert auf die Zustimmung des Betroffenen, für die ist das Element Freiwilligkeit überhaupt nicht vorhanden. Und es ist für jeden einsichtig, Eigentum, das von diesen Mafiafamilien einkassiert wird, ist nicht rechtmäßig erworben. Stimmt mit unserer allgemeinen Lebenserfahrung und unseren Ansichten überein. Im Islam gibt es etwas, das nennt sich Jizya. Das ist eine Steuer für Nichtmuslime. Und auch da wird nicht danach gefragt, ob jemand, der kein Moslem ist, bereit ist, diese Steuer zu zahlen, sondern diese Steuer wird mit Gewalt eingetrieben. Und auch das Argument, man könnte diese Steuer ja verhindern, indem man einfach dem Islam beitritt, zieht hier nicht. Denn diese theoretische Möglichkeit etabliert nicht wahre Freiwilligkeit. Schließlich noch etwas, das wir alle kennen, Steuern. Steuern sind grundsätzlich möglich. Ein Staat darf sowas grundsätzlich in seinem System drin haben. Allerdings muss sich der Staat, da wird er nicht drum herum kommen, wenn er rechtskonform handeln will, die Zustimmung jeden einzelnen Steuerpflichtigen einholen, bevor er Steuern einkassiert. Und zwar die ausdrückliche Zustimmung und das ohne dem Bürger dabei zu drohen. Sprich, denn mit einer Drohung wäre die Freiwilligkeit kompromittiert. Jemanden, der die Steuern nicht bezahlt hat, zu verfolgen, geht also nur bei Personen, die vorher ihrer Steuerpflicht zugestimmt haben. Bei jemanden, der die Steuern nicht gezahlt hat, die Steuern gewaltsam einzutreiben, obwohl der vorher nicht zugestimmt hat dieser Steuerpflicht, ist rechtlich betrachtet nichts anderes als Raub. Weiter geht's dann im zweiten Video. Danke.